Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und ja, Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, Problem, mir ist wieder mal die Aufnahmesession abgestürzt, als ich letztes Mal ein Quicksave gemacht habe. Ich hoffe, das passiert nicht zu häufig. Vor allem jetzt mit den Quicksaves auch noch. Ich habe nämlich das ungute Gefühl, dass das da unten an den Minenbereich liegt. Deswegen müssen wir gerade da starten, wo das letzte Quicksave war. Da geht's nicht lang. Ja, step on the plate und die Gegner werden dich töten. Na, komm her. Okay. So. So, Heilung. Nochmal eine Heilung. So. Gucken wir, dass wir dich irgendwie tot kriegen. So. Und heilen. Also rasten mal. Wenn ich muss ich hier irgendwie tricksen, weil ich habe mittlerweile herausgefunden, dass dieser Absturz irgendwie mit meinem Aufnahmeprogramm zusammenhängt. Ich glaube, da kommt sich der Speicher von Grimrock und meinem Aufnahmetool in die Quere teilweise. Das heißt, ich werde wahrscheinlich während meiner Quicksaves einen Cut machen müssen. Und das Aufnahmeprogramm beenden müssen. Falls es mir gleich wieder abstürzen sollte. Ich hoffe jedoch mal nicht, dass es passiert. Okay, wir haben wieder normalen Speed. Und du bist tot zum Glück. So, hier können wir einfach die Fackeln heller machen. Auch wenn ich noch nicht begriffen habe, was uns das bringt. Weil hier ist auch noch eine weitere Fackel. Damit können wir da was aufmachen. Hier waren Provisionen drin. Ja, Brot. Und da du ein bisschen Hunger hast und du ein bisschen Hunger hast, bei euch beiden das noch okay aussieht. Ja.
Rot mal zu ihm rüber. Sandalen und so weiter brauchen wir nicht. Die Wasserflasche als Notfallnahrungsersatz. Brot, Brot, Fackeln brauchen wir nicht mehr. Davon haben wir mehr als genug Fackeln. So, Essen. Haben wir viel zu viel. Jetzt, da wir es kaum noch brauchen. Ich könnte zum Beispiel das Mole-Jerky an die beiden verfüttern. Da sitzt sie auch ganz satt. So, better to need it and not to have it, than have it and not need it. Es ist besser, es zu haben und es nicht zu brauchen, als es zu brauchen und es nicht zu haben. Da, Frissflegel. Die nimmst du mal mit, Feuerbomben. Ah ja. Nein, mein Schwert hätte ich gern wieder. Okay. Können wir hier noch zaubern? Ja, können wir. Klar, ich gehe gerne in den einsturzgefährdeten Bereich. Zuerst. Dö, dö, dö. Wow. Und ich muss mir dringend mal für ihn einen stärkeren Zauber merken. Auch wenn die ein bisschen laut sind. Tag, Kumpel. Also ja, höchstwahrscheinlich werde ich das mit dem Quicksave so machen müssen. Auch wenn mir das gar nicht behagt. Da stelle ich die Aufnahme zu unterbrechen. Aber wahrscheinlich machen wir sonst so keinen Fortschritt. Ich könnte es jetzt natürlich, da ich jetzt gerade mal 10 Minuten aufgenommen habe, es einfach so probieren. Aber ob ich das so wirklich riskieren möchte... So. Ja, dem seine grobe Linke tut auf jeden Fall weh. So, jetzt gucken wir mal kurz. Was hast du am höchsten? Air Magic. Blink bringt nicht viel. Lightning Bolt.
Damage Shock Amplify Air Magic macht. Wow, 100 bis 300 Schaden. Das wäre zum Beispiel eine Alternative. Hm. Ja, und der ist auch ganz einfach, der Lightning Bolt. Der geht nämlich so, so wie ihr Feuerball so geht. Ja. Okay, wie gesagt, da wir jetzt gerade mal erstmal 10 Minuten in-game sind, versuche ich es einfach mal. Okay, hat geklappt. Dann war das letzte Mal nur ziemlich dummer Zufall, dass das Quicksave nicht geklappt hat. Weil irgendwie bin ich neugierig, was im Todeskorridor ist. Ach, herrje. Stirbt auf der Seite sehr schnell. Und ihr friert ein. Mystery Ore. Warum muss das so unmenschlich laut sein? So. Wo bin ich jetzt? In den uralten Gräbern? Ein Stein. Kommt mal mit. Eine Notiz. Lese ich gleich vor. Ich habe gerade einen blauen Kristall angeklickt, den ich nicht sehen kann. Und ich habe Schleime freigelassen. Okay, Schleime, die ich verwunden kann. Feuerschleime. Seid ihr Feuerschleime? Ja, ich denke, ihr seid Feuerschleims. Ihr geht hier seit viele Feuerschleime. Okay. Und ihr seid giftig. Also ihr könnt krank machen. Das macht ihr leider keinen Schaden. Das macht dir Schaden. Wow, dir gibt verdammt viel XP.